Ich war jetzt im August mit der Carmen 2 Wochen im Bayerischen Wald im Urlaub. Und jetzt ist wirklich so, jetzt bräuchte ich tatsächlich schon wieder Ferien. Von was? Also nur von was musst du dich erholen? Nee, weil du hast ja keinen Job. Also ich meine, was du regelmäßig machst, ist eigentlich trinken, rauchen viel. Also nur Interesse halber jetzt mal. Glaubst du, das ist nicht anstrengend, den ganzen Tag in dein freudloses Gesicht reinzuschauen halt? Eine maximale Humorlosigkeit, die ganze Zeit ertragen zu müssen. Glaubst du, das ist einfach oder was? Da möchte ich gerne mal die Seele baumeln lassen. Ich würde ja gerne mal auf so einem Kreuzfahrtschiff Urlaub machen. Also wirklich so ein Riesending mit 2 Schloten drauf. Ja. Alles mit allem Pipapo und es wäre immer schönes Wetter. Und dann wird man bei uns von der Pegnitz gleich in die Ostsee und dann durchs Bermuda-Dreieck, Kap der Guten Hoffnung rumfahren. Schwarzes Meer. Also was für ein Blödsinn halt. Schwarzes Meer, Bermuda-Dreieck. Und es wäre 700 Meter lang. Also es wäre wirklich ein Riesenschiff und jeder Passagier, der hätte so einen Lageplan, wie einen Stadtplan, kennst du, ne? Und weil man sich verläuft. Und wenn man mal sagt, ich habe heute keine Lust auf Wasser, dann kann man nämlich wandern gehen. Auf dem Schiff? Ja, weil da gibt es eine künstliche Zugspitze. Die haben sie extra nachgebaut. Und kann man einfach wandern. Und wenn man jetzt kein Schuhwerk dabei hat, dann kann man mit der Seilbahn fahren. Auf dem Schiff? Ja, und es kostet nichts, weil es ist alles inklusive bei mir im Urlaub. Mal, hast du einen Batscher oder was? Was erzählst du denn von dem Blödsinn? Das ist einfach völlig zusammenhangsloser Quatsch. Ja, pass auf, und es gäbe natürlich ein ganz tolles Kulturprogramm. Also es gäbe verschiedene Bühnen, auf denen internationale Stars aus dem Showbiz auftreten. Und ich wäre immer bei der Schlagerbühne und da wird dann der Michael Wendler auftreten, jeden Abend. Und weil das, die Stimmung so gut ist, wird man dann auch ins Gespräch kommen. Du mit dem Wendler? Ja. Ja. Und weißt du, was der mir dann erzählen wird? Ja. Dann wird der mir zum Beispiel erzählen, dass Analverkehr auch für die Frau was Schönes sein kann. Man muss halt nur genug Gleitmittel nehmen. Jetzt hör doch mal auf! Das hat doch mit Unterhaltung nichts zu tun. Der Wendler wird doch nie sowas sagen. Das ist ja wirklich Provokation um der Provokation halber Willen halt. Du hättest überhaupt nicht das Geld für die erste Klasse. Du wärst in der dritten Klasse, wärst du. Du wärst 14 Stockwerk unter Motor, wärst du. Da kommt der Wendler überhaupt nicht hin. Da wohnst du in Stockbetten. Übereinander wohnst du 4, 5 Stockbetten. So schaut's da aus. Da kommt kein Wendler hin. Da gibt's natürlich auch ein Kulturprogramm. Freilich gibt's da ein Kulturprogramm. Da gibt's ein Kakerlakenwettrennen halt. Da können die armen Seelen können auf die schnellste Kakerlake wetten und wenn's gewinnt, dürfen sie ohne Abendessen ins Bett. Weil als Abendessen gibt's jeden Abend Brotrindensuppe halt. Wo an die Brotrinden noch das Papperl vom Brot draufklebt halt. Und wenn's gewonnen hast, brauchst du es nicht fressen. So schaut's da aus. Und da ist natürlich immer was los. Halt. Die Unterprivilegierten haben was zum Reden. Na, freilich. Fettsucht, Depression, Selbstmordgedanken. Da ist ein Geplauder halt. Und eigentlich sagt, es kommt dann einer und hält einen Vortrag vor die ganzen Leute im Unterdeck und sagt, Leute, passt doch mal auf. Wir müssen uns erheben. Wir können das nicht mehr aushalten. Diese Dreckschweine bescheißen uns nach Strich und Faden. Wir müssen uns vereinen, wir müssen uns zusammentun. Und die ganzen Leute unten, die rummungeln, die denken, Mensch, aber was sagt denn der? Und drücken und drücken und dann zerdrücken sie ihn an der Wand. Dann ist er hier halt. Und dann reißen sie die Klamotten vom Leib und dann tun sie ihn in den Beinen. Und dann kochen sie ihn. Und dann gibt es einen Gulasch, machen sie dann aus ihm. Und das gibt's dann, wird dann serviert mit Papierknödel und Natursekt. Der Wendler hat mir erzählt, dass Natursekt durchaus was Feines ist, wenn man die richtige Trinktemperatur beachtet. Ja. Ach so, abonnieren Sie diesen Kanal, dann wird's lustig. Ihr Puffpaff.